Wieder mal zurück an meinem Diskettenlaufwerk. Siehe hier, was an sich keine Disketten mehr lesen möchte, aber seinen ganz normalen Rhythmus an sich ja vollzieht. Das heißt, es bootet normal, es wird hochgeladen, läuft an sich auch, wenn ich das anwähle. Es fängt an zu drehen, versucht zu lesen, aber öffnet ja bis heute keine Disketten. Gut. Das kanntet ihr. Jetzt dachte ich mir, komm, wir probieren mal was Neues aus, weil mich interessiert hat, wofür sind eigentlich die Kabel? So, das Kuriose daran, ich habe extra mal beide nacheinander abgenommen. Und das Diskettenlaufwerk funktioniert wie vorher. Also an sich, auch wenn ich die beiden reinstecke oder nicht, interessiert das Diskettenlaufwerk nicht. Ich frage mich nur, warum? Es muss doch irgendwas passieren. Aber wie gesagt, ne, er dreht an. Ne, nur hat der Schreibkopf jetzt gerade nicht dieses Krrrr macht. Das macht er nur, wenn ich jetzt Diskette rausnehme. Dann macht er dieses Böb. Und er möchte natürlich probieren, etwas zu lesen. Kann er nicht. So, das heißt, wofür sind diese zwei an sich? Ja, Kleinkabel. An sich ist es für mich die Zuordnung, dass die an sich einmal den Lese- und Schreibkopf ansteuern, der ja hier drunter ist. Geht wieder nur mit der linken. Ne, wir haben einmal den oberen, einmal den unteren. Somit schätze ich mal, dass die Flachbandkabel dazu laufen. Aber habe ich die vertauscht? Schauen wir doch mal. Eine Sekunde, ich werde gerufen. So, wieder vor Ort. Also, kann es sein, dass die ganze Zeit falsch angeschlossen waren? Weiß ich an sich nicht, weil beim letzten Mal oder an sich waren die bis jetzt immer angeschlossen. Der kleinere oben und der größere unten. Ich habe beim letzten Mal aber auch schon beide vertauscht. Den größeren oben, den kleineren unten. Jetzt kann man das Ganze natürlich auch, wenn man will, noch so rumdrehen. Aber dann bin ich der Meinung, sind die Kabel zu kurz und sie gehen kaputt. Meiner Meinung nach. Und das schaffe ich mit einer Hand eh nicht. Einen Moment mal bitte. Also, wieder zurück. Ich habe sie jetzt auch wieder so mal angeschlossen. Klein nach vorne, groß nach hinten. Auch andersrum werde ich nochmal probieren. Dann werde ich nochmal probieren, ob die Konstellation einerseits dann vielleicht wieder anders sein muss, wenn man das Kabel auch wieder umändert oder den Schalter an dem Diskettenlaufwerk, weil an sich sollte es so funktionieren. Das werde ich auch noch mal ein bisschen hin und her fummeln, ob vielleicht da auch noch irgendwo eine spezielle Konstellation stattfinden muss, dass es sein kann, dass ich wieder jetzt den Schalter umlegen muss, der dann auch wieder die Kabel an sich umpolt und hier die richtige Einstellung, ob oben, unten, unten, oben oder ob das andere Stück vom Kabel wieder dran muss mit Schalter links oder rechts, der sich da befindet. Und dann wieder hier oben oder unten. Das werde ich noch ein bisschen fummeln und rumprobieren. Und ansonsten würde ich sagen, gebe ich endgültig auf. Nun gut, das wollte ich euch noch mitteilen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und wie gesagt, empfehlt mich weiter. Und was es noch so alles gibt. Also, tschüss, euer Dirk.